Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Feljack, ja, und früher als erwartet, Deathblock Alpha 12 Teil 2, CPU und Flugmodell ist rausgekommen, gestern. Das ging natürlich schnell, ich habe gestern erst den ersten Teil rausgehauen. Na gut, ich werde es wieder übersetzen für euch und schau mal, ob ich das hinkriege. Hallo, galaktische Überlebenskünstler, willkommen zurück zu Teil 2 unseres Alpha 12 Future Update Deathblocks. Während Sie den ersten Teil dieses Blogs gelesen haben, haben Sie sich vielleicht gefragt, was neben der Galaxie-Funktion dem Spiel hinzugefügt wurde. Natürlich wird auch an anderen Elementen viel am Code gearbeitet, angefangen beim Hinzufügen neuer Funktionen zur Mod-API, den Terran-Editor-Einstellungen bis hin zur Refactoring von Code-Elementen und dem Korrigieren und Optimieren von Einstellungen. Eines dieser Themen war die CPU in Verbindung mit dem neuen Flugmodell. Das folgende könnte für viele Spieler und alle Forum-Diskussionen zu diesem Thema interessant sein. Das Bild dazu seht ihr ja schon. Und zwar, zunächst werden wir einige ausgleichende Änderungen anstreben. Beispiele. Reduzieren Sie die CPU-Kosten für SV und HV RCS um 40%, um die Funktionsfähigkeit für kleine Builds und den Spielerstart zu verbessern. Tier 4 für HV wird erhöht. In Klammern geplant von 70.000 auf 100.000. Neuausrichtung der Triebwerk-CPU-Kosten. Größere Triebwerke sollen CPU-effizienter sein als ihre kleineren Versionen. Materialien, Gegenstände, Geräte in Containern erhalten einen Lagerungsbonus in Form einer Massenreduzierung von 50% bei der Berechnung der Höchstgeschwindigkeit des Schiffs. In Klammern, die Masse des Schiffs bleibt gleich. Weitere Verbesserung des Flugmodells in Klammern Behebung von Problemen mit Drag and Lift Berechnungen und ein kleiner zusätzlicher Auf- und Ab-Ausgleich der CPU-Kosten planen wir, einige weitere Änderungen an diesen Funktionen selbst vorzunehmen. Dazu kommt Drehmomenteinstellung pro Achse. Mit Alpha 12 erhalten Sie drei Schieberegler auf der Registrierkarte Systemsteuerung Statistik, mit denen Sie das Drehmoment Ihres Schiffs anpassen können. Ein Schiebregler für jede Achse. Das sieht man auch schön auf dem Bild. Pitch, Roll und Yaw. Ist nicht ganz scharf das Bild, aber beste, was ich kriegen konnte zur Zeit. Buffs auf CPU-Ebene. Durch das Entsperren einer CPU-Ebene werden zusätzliche Vorteile erzielt. Auf die gleiche Weise, wie das Überschreiten der CPU-Anzahl bestraft wird, können wir ihnen bestimmte Buffs oder Boni geben, wenn sie eine neue Stufe erreichen. Zum Beispiel haben wir die Booster-Reload-Zeit für jede neue CPU-Ebene bereits intern um 5% beschleunigt. Wir sind natürlich offen für Ihre Vorschläge zu diesem Thema. CPU Tier 5. Wir diskutieren derzeit eine Erweiterung des Tiersystems, beginnend mit Capital Vessels. Der Ansatz ist derzeit noch nicht entschieden, wird jedoch als Tier 5 bezeichnet. In Klammern unabhängig davon, ob es sich um eine echte CPU-Stufe oder etwas anderes handelt. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Dies wurde nur zu einem Thema etwas komprimierter. Erwarten Sie später in dieser Woche weitere Entwicklerblogs zu den anderen Themen. Bis dahin, pass auf dich auf. Man liest sich bald und so weiter. MP und Dev Team. PS, vergessen Sie nicht, an unseren Games Survive 2020 teilzunehmen und so weiter und so fort. Ich werde euch das nochmal verlinken unterm Video. Das ist natürlich alles in Englisch. Ich habe es jetzt, so gut es geht, erstmal übersetzt ins Deutsche. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Heute ist das Video mal eine Runde kürzer. War nicht so viel, aber wir kommen der Sache schon ein bisschen näher. Wir wissen zumindest schon mal, was erwartet uns in Alpha 12. Und dann würde ich sagen, ja, wenn es gefallen hat, Like und Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen, würde ihr meinen Kanal sehr weiterhelfen. Und dann sehen wir uns eventuell in einem weiteren Dev-Blog oder in irgendeinem der anderen Videos, die ich demnächst hochladen werde. In dem Sinn sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.